Willkommen zurück. Ich wurde vorhin leider unterbrochen. Doch jetzt. Na gut, Damien. Reden wir. Achso, ja. Ich war ja schon fertig. Na klar, Anruf zurückverfolgt. Wenn Hänge, kein Problem. Mit CTOS, Alter. CTOS ist ja das Unsicherste auf der ganzen Welt. Hallo? Achso. So. Da ich ja hier coole Dinge gekauft habe. Ah, da kann ich die Puller hoch tun. Das ist das Beste. Ja. Wie? Bist du ein kluger Junge? Drinks gehen auf mich. Damien. Hast mich vermisst? Du hast meine Schwester anrufen lassen. Warum bin ich hier, Damien? Bist du mal so ernst, Aiden? Mein Gott! Wirst du denn nie locker? Ich will meinen Partner zurück. Ich am Computer. Du, da draußen bei der Männerarbeit. Ich will dir helfen. Wir wollen beide dasselbe. Antworten. Wer griff uns an? Und ich weiß zufällig, du steckst fest. Ja, schon klar. So, ich bringe eine frohe Botschaft. Ja. Das Merlot. Wie ist Merlot? Die Merlot-Sache hast du versaut. Bullshit. Ja. Du bist aus einem perfekten Mikrofon. Es wäre nicht aufgeflogen, hättest du zu mir gehalten. Ein kleines Mädchen. Meine Nichte starb, weil du zu weit gegangen bist. Oh, wie süß von dir. Machst mich für deine Familienprobleme verantwortlich. Damien ist zu weit gegangen. Er hat die bösen Männer wütend gemacht und ich... Was ist mit dir? Du bist nicht der Einzige, der leidet. Die haben mich verkrüppelt. Die haben mir alles genommen. Siehst du es nicht? Das ist unsere Verbindung. Du hast nichts, was ich brauche. Es gab noch einen Hacker. Es gab einen zweiten Hacker. Und ich weiß, wie man ihn findet. Tja, das mag sein, Damien. Aber das kannst du nicht allein. Du brauchst mich. Dein großes Problem ist, ich dich nicht. Hau jetzt nicht ab. Das ist eine Spur. Danke für den Tipp. Ja, hör mal auf, Damien hier. Damien ist nämlich der Idiot. Ja! Nee. Ich hab zu Damien aufgeschaut. Er brachte mir bei, Programmschwachstellen zu finden und zu nutzen. Und ich brachte ihm bei, dasselbe ohne Computer zu tun. Menschen sind anfälliger als ihre Systeme. Wir waren ein starkes Team.
Nach Linas Tod war ich mit ihm fertig. Ich verschwendete keine Gedanken mehr an ihn. Aber jetzt kommt er wieder zurück. Ich muss wissen, was im Merlo passiert ist. Danke für den Tipp. Bis zum Ende. Hallo, ich will hier einsteigen. Danke. Fahr ich erstmal dahin, Alter. Du kriegst mir ja immer den nächsten Ort angezeigt. Warte mal, fährt da überhaupt suchen? Genannter Beamter sagte, die Verantwortlichen müssten sich warm anziehen. Wieder kurz unterbrochen. Oh Mann. Warum war ich immer unterbrochen? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Parker Square ist sicherweise verbunden. Und willkommen in Parker Square. Wenn das Auto nur sau langsam fährt. Langsamer. Jeder Mensch. Oh, ah, das ist Legend. Friedhof. Ja, weiß ich. Weißt du, wer immer die Blumen bringt? Nein. Aber das Mädchen hat viele Freunde. Hatte. Hier geht's ums Loslassen. Ich weiß. Wir mussten alle durch diesen Albtraum, aber
Du musst aufhören, es wieder gut machen zu wollen. Aber das versuche ich doch gar nicht. Aiden, ich weiß, was du tust. Ich weiß, dass du die Leute jagst, die das getan haben. Wenn du nicht aufhörst, bringst du uns alle in Gefahr. Ihr seid nicht in Gefahr, weil ich euch beschütze. Hörst du, was du sagst? Aiden, warum hörst du nicht auf? Weil... ich es wissen muss. Weil es Spaß macht. Ja. Yeah. Du bist mein Bruder. Ich liebe dich. Aber Jackson ist meine Welt. Und ich würde dich auf der Stelle fallen lassen, bevor er verletzt wird. Versprich mir, dass du aufhörst. Du kannst Lena nicht retten. Ich habe sie getötet. Nein, hast du nicht. Du hast keine Schuld. Aber versprich, dass du aufhörst. Wir brauchen das. Als Familie. Versprochen. Vielleicht hat sie recht. Lena ist tot, das ist nicht zu ändern. Aber wie kann ich es nur vergessen? Ja, keine Ahnung. Du hast ein Problem. Ein Überlebender vom Stadion. Wenn der Typ redet, identifiziert er dich. Ein Überlebender? Wie ist das passiert? Er ist wohl nicht gestorben. Ganz ruhig. Ich habe einen Plan. Triff mich am Gorman Heights auf dem Dach. Wo soll ich den treffen? Ach, da. Okay. Nein. Wirklich? Ja, was? Bürgermeister Rushmore reicht den Einwohnern Chicagos nach einer hart umkämpften Wahl die Hand. Trotz des Ärgers in einigen Vierteln über seinen Überraschungssieg, beteuert Rushmore, dass das Rathaus wie immer für alle Bürger da sei. Okay, ich glaube sehr nett. Ja, voll. Mein ist, glaube ich, noch nicht. Oder? I don't know, aber. Ja, ist zu denken nicht. Nee. Nicht verbunden, sieht man, ist nicht verbunden. Was aber kommt, oder? Ist ja aber jetzt nicht so schlimm. Der Loop. Verbunden. Aha.
mich auf drei kommen, eine Zwischensequenz, weil ich, ja. Wo ist er? Ist nicht leicht mit Jordi zu arbeiten, aber ich kenne ihn. Wäre die Lage anders, würde ich vielleicht ihn jagen. Oder andersrum. Aber wenn er sagt, dass wir ein Problem haben, halte ich das für eine Untertreibung. Dieser Typ darf mich nicht identifizieren. Oder alles wird außer Kontrolle geraten. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung, weil mein Nase ist so gelaufen. Ich konnte nicht anders. Security in diesen Häusern ist ziemlich gut. Damit sich solche Leute hier oben schön sicher fühlen. Ich meine, diese Leute hatten nur eine Türkette angebracht, wollten sich wohl den Pizzalieferanten gut anschauen, bevor sie die Tür aufmachen. Okay, fein, sicher. Also zu diesem Problem. Dafür habe ich den Bolzenschneider dabei. Er öffnet die Tür und stülpt erst die Kette. Ich schiebe ihn rein und schnipp und rate mal. Ist nicht der Pizzamann. Jordi, das Problem. Komm schon. Das tun wir doch gerade. Wir sind mitten in der Auflösung hier, Pierce. Du weißt nicht zu schätzen, was ich für dich tue. Du merkst nicht, wie sehr ich mich um dich kümmere, oder? Wirklich? Ja? Tu mir einen Gefallen, beeilen wir uns. Wie viel Zeit haben wir? Nicht so viel wie nötig. Oh, diese Leiche da aus dem Stadion. Er ist nicht mehr so tot. Im Chicago-Gefängnis. Ja. Ich glaube, da müssen wir auch noch rein und den Typen ein bisschen bestechen, dass er die Information nicht ausspricht, dass wir dafür verantwortlich waren, wegen dem Stadion am Anfang in der zweiten Folge. Und wie gesagt, kommen jetzt wieder mal Standardzeug, abonnieren, favorisieren, wer mag, liken und Kommentar schreiben und deswegen seid ihr auch so super geil.